Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und wir hatten mit Ningguang ein bisschen Spaß gehabt und haben endlich, ja, Trommelwirbel, Xiangling bekommen. Hey! Falls ihr die Folge verpasst habt, könnt ihr oben rechts auf das i-Symbol klicken auf YouTube und dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact und könnt halt sofort auch von Folge 1 anfangen. Endlich haben wir sie bekommen. Zwar haben wir noch keine Items gegeben oder sonst was, weil ich will mich jetzt erstmal auf Ningguang und auf Ember konzentrieren. Wir hatten für beide jetzt in den letzten 5-6 Folgen auch die Materialien zusammengefügt, damit sie einen neuen Bogen kriegt und sie halt einen neuen Buch. Hab mich halt dafür entschieden. Und es läuft auf jeden Fall besser. Da wir aber durch Level 30 jetzt die dritte Weltstufe erreicht hatten, sind die Gegner wieder ein bisschen stärker geworden. Das heißt, es hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Aber nun gut, so ist es halt. Ich gucke jetzt gerade mal. Der Stufentrupp-Ding ist zu niedrig. Genau, weil wir bräuchten mal die Blumen. Wobei, wir brauchen jetzt nicht gerade die Blumen. Donnerner Zorn. Brüllendes Feiser. Fernweh. Okay. Fangen wir erstmal damit an. Empfohlen Feuer. Haben wir Ember fertig. Ningguang müssten wir auch auf 50 bringen. Kaya und Yiza müssten wir alle auf 50 bringen. Aber gut. Wir haben ja Zeit. Ich habe auch nicht so vor. Ich habe nicht vor, so bald keine Folge mehr zu releasen. So, beim Auftreten werden Energieschussfelder den Gegnern in der Umgebung Schaden hinzufügt. Sind wir Gegner? Wenn das einfach wird, könnte ich versuchen, nochmal eine zweite Stufe zu machen. Wir müssen aber noch eine Hypostase besiegen. Ich hätte mich eigentlich vorher heilen sollen. Zack. Ember hier. Alter. So. Okay, müssten wir vielleicht auch ein bisschen uns darum kümmern mit dem Bild. Nur ich habe meine Mindmap noch nicht für Chaos. Designs von der stellt. Nur für Ningguang und Ember. Auf der Mindmap sieht das halt so aus, was für eine Waffe brauche ich, woraus setze ich die Waffen zusammen und wo kriege ich dann die Teile wiederum her. Schön übersichtlich gemacht. Einfach damit ich die Sand schneller finden konnte. Also in den letzten Teilen habe ich da viel damit gearbeitet. Nur bevor ich jetzt alle Upgrade-Sachen für mehrere Charaktere investieren muss. Lieber sich auf zwei konzentrieren und dann hat man ein, zwei Charaktere, die dann richtig stark sind. Ja, ups. Ich habe 5 gedrückt, Schatz, hier. So, okay, ja. Zack. Holy shit. Als hätte er diesen Explosionsding gemacht. Schön, dass man ein paar Errungenschaften schafft dabei. Wahrscheinlich mehr Gegner gleichzeitig auszuschalten oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ah. Zack, holy shit. Ja gut, gegen den komme ich nicht mehr so gut an. Weil immun und so. So, Ulti. Ah, für Ningguang brauchen wir definitiv die Artefakten, das merkt man. Die hat Potenzial, aber es fehlt noch was. Und das sind halt die Artefakte, wofür wir die Bosse machen müssen oder ähnliche Sachen zum Farmen. Da sind wir aber noch nicht ganz so stark. Da sind wir noch nicht so ganz, nicht da, wo wir sein wollen. Da müssen wir die Charaktere wahrscheinlich auch Level 50 alle bringen, damit es ein bisschen ausgeglichener bleibt. Ey, aus mit dir. Zack. Ist gleich halt auch für Ember. Nur bei Ember müssen wir die Bosse machen und das sind fast alles nur Hypostasen. Und die Hypostasen, ich mag die überhaupt nicht zu kämpfen. Hatten ja vor ein paar Folgen mal gegen Geo-Hypostasen versucht zu kämpfen und war nicht vielversprechend. Man muss auch erstmal den Trick kennen. Ah, der hat sich dann jetzt. Aus die Ulti rausgezogen. Zack. Wie viele Gegner müssen wir? Ach, das ist der letzte schon. Zack. Ging relativ easy. Jetzt habe ich leider nicht auf die Uhrzeit geguckt. 3 Minuten 15 verbleibende Zeit. Ja, okay. Die nächste Stufe könnte man vielleicht noch schaffen.
Könnte man vielleicht noch schaffen. Belohnung einsammeln, natürlich zweifachen Ertrag, wenn wir hier schon sind. Warum nicht? Ist ja so ein Event. Erhalten. Holy shit, das ist viel sogar. Was ist das denn? Ach, das kann man auch so ausrüsten. Ah, warte, das reicht denn, ja? Erhöht den Angriff um 18%. Holy. Okay, was haben wir denn noch? Genau. Sphäre verlassen. Dann versuche ich das jetzt noch mit der nächsten Stufe. Auch wenn er sagt, Truppenstufen. Wobei ich gucke vor, ob ich die Charaktere schon aufranken kann. Ich glaube aber nicht. Da fehlen uns noch so ein paar Special-Sachen. Wobei die ist 50. Ja. Wie ist es hiermit? Beute von Geohypostasen. Das ist das Problem, diese Geohypostasen. Ja, die gehen mir so auf den Nerv. Muss mal gucken. Fluxeisbaum. Ja, genau, so war das. Wobei, das ist machbar. Hoffentlich. Okay. Versuchen wir mal die zweite Stufe. Gucken, was das für ein Unterschied ist vom Level her, von der Intensität und allgemein. Weil das könnte schon knackiger sein. Stufe 47. Ich würde es aber halt, wie gesagt, trotzdem versuchen. Ich meine, wir haben Zeit. So ist es ja nicht. Beim Auftreten der Reaktion überladen werden Energiestöße verteilt, die den Gegner in der Umgebung Schaden zufügen. Überladen, was war das? Elektrizität und Wasser? Beim Auftreten der Reaktion Supraleiter, das ist Eis und Wasser? Ne, Eis und Elektrizität. Erleidet die Figur einen hochenergetischen Schlag und somit Schaden. Ach, wir kriegen den Schaden. Schlecht. Kurz warten wegen der Ausdauer. Boah, das geht aber schnell nach oben. Das sind dann solche Viecher. Holy shit. Habe ich Schaden bekommen? Weiß ich nicht. Ich habe Superleiter jetzt ausgelöst, oder? Oder habe ich mich verlesen? Holy shit, der ist aber schnell runtergehauen. Hier zu der Puppe hin. Ich hätte die Attacke vorher einsetzen sollen. Ich glaube, ich kriege echt Schaden. Ach, schade. Hallo, ich ist auf. Schnell auch die Kleinen weghauen. Wenn die schon nicht mehr viel Leben haben. Ich hätte die Ultis in der anderen Reihenfolge einsetzen sollen eigentlich. Ja, okay, er kassiert ordentlich. Das ist halt das Problem. Mit dem Supraleiter. Wie viele Gegner? Wir haben Halbzeit. Holy shit. Ich darf gar nicht schreien. Kann das sein? Ich brauche Schutzschilde. Alter! Kannst du aufhören, mich zu verfolgen? Ich versuch's trotzdem mit dieser Ulti, weil die Ulti macht ja auch so Schaden. Nein! Mein Ulti war ready. Zieht er meine Ulti die Kraft ab, oder wie? Das ist sehr schlecht. Ich versuch's trotzdem nochmal mit Superleiter. Ja, ich kassiere. Ich zieh's durch. Ja. Bam! So, den haben wir ja besiegt. Oh, nee. Ging sie wieder. Und dann auch Elektro. Ich mag sie nicht, wenn sie Elektro ist. Hey, hab ich doch die Kugel geworfen, würde gerade sagen. Naja, lohnt sich nicht, Elektro auf Elektro. Bam, die Kleinen sind geflogen. Bitte halt auf die, bitte halt auf die. Jetzt werden doch... Ja.
Okay, er könnte Stoch rufen. Stoch, das geht nicht, wenn man hier drin ist. Ach, Mist. Ach, jetzt hat sie diese Schutzschild wieder aufgebaut. Dieser brauche ich auf jeden Fall. Soll ein bisschen heilen auch. Schau aber nicht zu, ne? Ah, ich dachte, ich krieg das irgendwie noch. Okay, ja, so, Superleiter. Das ist tricky. Das ist machbar, aber nicht, wenn ich, ja, wenn Kea so viel Damage macht. Holy shit. So. Blink, wo bist du? Da bist du. Bam! Das heißt, ich muss sie mit anderen Elementen erstmal füttern, damit sie halt eben keinen Superleiter mehr auslösen kann. Nein, ist sie unsichtbar geworden. Die Ulti hat nicht getroffen, ey. Zack, komm, bitte. Brauchst nicht mehr viel. Na? Du ziehst das unnötig hinaus. Holy shit, ey. Wie die ganze Zeit ausweicht und so weiter. Wie ich sie einfach nicht getroffen habe mehr. Okay, es war schon tricky auf jeden Fall. Auch mit diesem Supraleiter-Ding, dass wir Dings kriegen, Schaden und so weiter. Puh. Und das waren halt noch diese mittelmäßigen Blumen. Diese 1- und 2-Stern-Sachen. Ah ne, wir haben auch doch besser gekriegt. Was ist das hier? Verteidigung, okay. Ja gut. So, ich würde dann sagen, versuchen wir mal so eine Hypostase zu besiegen. Was bräuchten wir denn zum Beispiel für Amber, um diese Artefakten zu kriegen? Anemo-Hypostase, Elektro-Hypostase. Elektro-Hypostase haben wir schon ein paar Mal gefightet und besiegt. Doch ich würde gern vorher mich heilen wollen. Ich mag die Hypostasen echt überhaupt nicht, aber naja. Zack. Wo finde ich das nochmal? Hier oben. Ah. Ah, cool. Ausbilder. Ah. Elektro. Woher will ich nicht? Anemo vielleicht sogar? Den müsste ich halt auch machen. Den und das gleiche in Feuer. Den könnte ich auch machen. Ich kann halt viele Bosse machen. Ah, da bin ich gespannt, wo man den findet. Das ist bestimmt Feuer oder so. Versuchen wir unser Glück. Alator, teleportieren wir uns. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Nur wir wissen ja ungefähr, wie wir den zu fighten haben. Cool. Warum auch immer da eine Truhe steht, die ich nicht gesehen habe vorher. Kurz warten. So. So. Hier die Blumen einsammeln. Und hoffen, dass ich den schnell down kriege. Das Level könnte ein Problem sein, dass er trotzdem zu stark ist. Ah, jetzt habe ich den. Komm, Ember, machen wir mal Dings. Geht das so? Nee. Okay. Genau, da musste man ja ein bisschen. Oh, hat mich fokussiert. Ja, Mist. Ist sogar machbar. Immer wenn der Kern so offen liegt. Ach. Das Ausweichen war ein bisschen an der Aki.
Das wird auch keinen Sinn machen. Okay. Ich warte, bis Dings ready ist. Ja, holy shit. Das meine ich mit dem Level. Oh, nicht mal drüber springen, oder wie? Ah, wenigstens mache ich so Schaden. Ah, ich will erstmal mich nochmal dran gewöhnen. Genau, Chaos macht zu wenig Schaden gegen ihn. Sie auch in diesem Zusammenhang. Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Haben wir ein Schutzschild. Amber ist nur leider fast tot. Na komm schon, Ultis werden jetzt schön. Alle Ultis draufhauen. Oh, oh, ja gut. Gesagt, getan. Ich muss darauf achten, wo der hinfliegt. Ah, der macht diese komischen Wellen. Boah, das ist so irritierend. Ach, Mist, Alter. Da hat er mich erwischt. Da hat er mich erwischt. Kanalisation, Ulti, bitte, 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 bitte. Ach, Mist, da hat er sich gerade aufgebaut. Okay. Amber hier. Heil dich, wir brauchen dich definitiv. Ah, der braucht nicht mehr so lange, sich aufzubauen. Okay. Ah. Na, ja, genau, wenn dann die Ulti zu Ende ist. Okay. Das könnte ein langer Kampf werden. Ein unnötig langer Kampf wieder, aber. Boah! Dieser Dodge. Dieser Dodge war richtig schön. In der Hoffnung, dass er die Puppe fokussiert. Lieber ein anderer Charakter, nachher verliere ich Amber wieder. Ah, okay, das hat keine richtige Wirkung. Ah, ich dachte, ich krieg den schon erwischt. Oh oh. Ach, Mist. Jetzt muss ich echt aufpassen. Gut, dass ich Fernkämpfer habe. Dieser Ulti ist zwar ready, aber bringt mir hier nichts. Alter. Wo ist der denn? Achso, der ist da oben. Zack. Ich muss mich gleich beeilen, wenn er seine komische Dings aufbaut. Dass ich den schade. Komm, 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 komm. Ah, das ist die Ulti, braucht einen Tick zu lang. Na gut. Dann spare ich vielleicht die Ulti erstmal immer. Und dann. So. Ja, das war doch schön. Ja, hat die Puppe fokussiert. Sehr gut. Na, jetzt kommen wieder diese Strahlen. Na, okay, wenn man die kleinen Dinger weghauen möchte, geht das auch nicht. Oh je, hat mich gar nicht getroffen, obwohl er eigentlich hätte treffen müssen. Na komm schon, drauf, drauf, Ulti werde ich jetzt nicht usen. Genau, deswegen habe ich es halt noch attackiert, damit ich die Ulti ready kriege. Ich würde das ein Gamechanger sein, wenn dann die kleinen Viecher kommen. Weil dann muss ich die ganzen Zähne ja kaputt machen, damit er sich nicht aufbauen kann. Ah, schon wieder das. Klingt wie so Kartenspiel, wenn man sie so blättert. Ja. Ach, jetzt kassiere ich alles, ey. Das war richtig Fail von mir. Zack. Zack. Ja. Au, au, au. Schieb mir die Puppe nicht zu mir. Ja.
damit die Elektronik nicht wiederbelebt werden kann. Ja, klar. Los, Kea. Don't get frostbite. Je mehr ich wegkriege, desto weniger habe ich zu tun gleich. Ja, leider hat es nicht ganz ausgereicht. Geil, ich habe Ultis ready, die kann ich ja gleich wieder benutzen. Oh. So zum Beispiel. Ach, Alter. Doch, hat ausgereicht. Alter, Kea. Was soll das? Ach, meine. Ach, doch geschafft. Holy shit, Alter. Ich wollte schon sagen, wieso kann Kea den nicht schwächen? Jetzt muss ich kurz auf meine Liste gucken. Ich glaube, das ist nämlich nicht, was ich gesucht habe. Nein, nicht, was ich gesucht habe. Es muss nämlich 5 Sterne sein. Aber was ist das? Mit diesem elementaren Stoff konzentriert eine Elektrohypostase ihre Energie und heilt ihre Verletzung. Darin erhalten, ja, okay. Kann ich es einsetzen? Okay. Haben wir das auch geschafft. Auch ein paar interessante Items bekommen. Können wir gleich mal vergleichen, was wir davon brauchen. Moment mal, am besten heilen. Wobei, soll ich mal direkt hier hingleiten? Ich leite mal direkt hier den Teleporter mitnehmen. Dann heile ich mich sowieso an dieser Stelle. Genau. Tracht des Dirigents. Achso, ist schon geheilt. Wo ist der Teleporter? Da vorne irgendwo. Ja, wo ist der? Ich sehe den nicht. Ist das da vorne? Ne, ist die Herausforderung, oder? Den verfolgen. Ach, ist er, ach, der ist hinter diesen Dingen, glaube ich, oder? Dann versuche ich da drauf zu landen, falls er doch oben ist. Aber ich glaube, der ist nicht da oben. Da hinten ist wieder so eine Druckplatte, sehe ich. Ah, ne, das ist der Teleporter. Ah, okay, ich dachte, das wäre die Druckplatte. Aber hier waren wir auch noch nie. Das möchte ich gerne einsammeln. Da hinten, ist das eine Insel, wo wir auch hingehen könnten? Ach, das ist die Insel. Ach, da waren wir schon. Da habe ich mich richtig aufgeregt. Müsste irgendwie Folge 25 bis 35 sein. So. Gib mir das Dings. Ah, da ist wieder so eine. Ah, die ist wieder Elektro. Keine Lust auf Elektro, aber... So, hier liegen schöne Muscheln. Was ich eigentlich gucken wollte, waren halt die Artefakten, was wir jetzt bekommen haben und so. Sind die jetzt hier in dieser Liste oder war das irgendwas für irgendwas anderes da oder so? Hier zum Beispiel. Angriff. Was brauchten wir denn eigentlich für ein Item? Achso, das war so eine Blume. Weil manchmal kann man ja eine schlechtere Stufe finden von den Blumen. Haben wir aber gar nicht gefunden. Vielleicht ist das auch nur ein 5-Sterne-Item. Okay, dann brauche ich auch nicht weiter zu gucken. Ah, da müssen wir wahrscheinlich von A nach B. Ich versuch's nochmal. Ich brauche ihre Items. Bam! Bam! Okay, Headshots ist schon heftig. Ja, wobei, wenn ich sie jetzt Richtung kicke, in das Wasser kicke. Wobei bringt mir das, wenn ich sie ins Wasser kicke? Ich müsste mal ausprobieren. Weil sie ist ja Elektro. Ich dachte halt, ja, Wasser, Elektro, vielleicht schadet die sich selbst so ein bisschen, aber... Kann es sein, dass meine Wand manchmal die Ulti blockiert? So Teile davon. Weil das wäre ja ein richtig Fail. Na komm schon. Bau dein Dings nicht auf. Bau dein Dings nicht auf. Und du hast es trotzdem getan. Holy shit. Aber ich mache auch Schaden. Zack. Wo ist sie? Da ist sie. Ich wusste nicht, dass sie sich dahin teleportieren will, aber...
So, Nebelsack-Dinger und so und wie auch immer. Na, kann ich die Waffe schon wieder upgraden? In so kurzer Zeit. Waffe verstärken. Ah ne, das war das nicht. Verstärken. Genau, da bräuchten wir halt noch zwei. Dann könnten wir, und das natürlich. Davon haben wir auch welche. Wisst ihr was? Gehen wir mal zu der Alchemie. Hier ist das ja. Schauen wir uns das mal wegen produzieren. Wir haben ja auch sehr viele Einsterne-Materialien. Vielleicht können wir die einfach benutzen, sie ab, also wenn wir genug haben, natürlich sie abzugraden und dann brauchen wir ja nicht zu farmen. Georesonanzstein. Stimmt, das war ja, um dieses Dings zu finden. Okay. Willst du Core-Dings ausgeben? Ich möchte es gerne mal wissen, was das Item dann so macht. Wie das reagiert, ob muss ich auslösen oder was auch immer. Das bräuchte ich. Oh. Wie viel brauche ich? Erstmal strategisch, nicht, dass ich zu viel produziere. Ningguang, Aufstieg. Ach, nicht Aufstieg, sondern... Verstärken. Eins. Davon brauchen wir nur eins. Okay. Herstellen. Das. Herstellen. Ja. Und dann diese komische Knochendinger. Oh, hier gibt es auch solche Nebelsäckchen. Ich bräuchte aber zwei von. Machen wir. Genau, davon diese Variante. Ach, hier gibt es auch so ein Anne-Ding. Hiervon bräuchten wir. Ich glaube, drei waren das, oder? Drei oder sechs? Machen wir sechs. Also weitere drei. So. Okay, jetzt muss ich gucken. Weil für Ningguang haben wir noch nicht alles. Also so allgemein, weil da fehlt... Ach, nicht das. Da fehlt nämlich noch die Knochen. Genau. Müssen wir irgendwann nochmal machen. Amber. Sie hat alles. Boah, das wird lustig. So. Boah, so wenig bringt mir das. Nur so wenige habe ich halt. Oh. Okay. Ha. Was bringt mir das? 9 Level. Oha, Alter. 327 Schaden. Lass ich erstmal. Das wäre mir ein bisschen. Wie war das nochmal so im Allgemeinen? Kann hergestellt werden? Kann nicht hergestellt werden? Kann hergestellt werden. Okay. Was haben wir denn noch? Wie sah es nochmal bei Ningguang aus? Aufstieg. Das auch nur Beute. Das alles haben wir schon. Okay. Lisa, was geht eigentlich mit dir? Kann hergestellt werden. Haben wir ausgegeben gerade. Oder können wir denn noch zwei? Ne, ich glaube, das hatten wir gerade ausgegeben. Ja, wo ist das in der Liste? Ne, haben wir gerade verbraucht. Naja gut, nicht schlimm. Lassen wir es erstmal. So, ich würde dann sagen, hier ein Cut, so wie immer. Oha. Wie es weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Also, ich würde euch empfehlen, ein Abo dazulassen, weil ihr mich so am besten supportet und ihr meinen Kanal nicht jedes Mal eintippen und suchen müsst. Ihr könnt da direkt das Glockensymbol klicken, weil dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich einen Stream starte. Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder ähnliches. Ich versuche sie in der Regel zu beantworten. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, weil ich poste auch Clips, die ich noch nie gepostet habe oder halt das Video, was ich am Tag jetzt auf YouTube veröffentlicht habe. Ja, was denn noch? Glocke, Abo, Like, Dislike, Kommentare. Ja,
Dann würde ich mal sagen, man hört sich und man sieht sich das nächste Mal wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.